So, dann schauen wir mal weiter. Letzte Woche war Pause, diese Woche ist wieder. Denn ich war bei der Justice League im Kino. So, wie ist denn unser Stand? Paar Verwundete, bisschen. Muss man noch zwei Soldaten bestellen. Und wir forschen nach an der Laserpistole. Und hier bauen wir noch Zeug. Es war da eigentlich noch nichts passiert. Und wie sieht das aus? Haben wir noch genug Raketen? Avalanche. Oben mal noch drei Stück. So. Unser Sky Ranger ist gerade auf dem Rückweg von unserer letzten erfolgreichen Mission. Da wollen wir mal schauen, wann hier das nächste UFO uns über den Weg fliegt. Raketen, okay. Noch mehr Raketen. Und wir können Laserpistolen bauen. Das ist nicht schlecht. Und natürlich auch Lasergewehre. Das ist erst recht nicht schlecht. Und da werden wir gleich ein paar Laserpistolen bauen. Und zwar mal vielleicht sechs Stück. Okay. Ja, gucken wir mal. Und neue Menschen. Violetta Preda und Wolfgang Schäfer. Gucken, was Wolle drauf hatte. Und Wolle ist gute Reaktion. Ansonsten, ja. Da ist ein UFO gelandet. Wollen wir mal schauen. Schauen mal, ob jetzt hier. Erstmal nehmen wir noch jemanden mit. Und zwar Wolfgang und Violetta. Und haben wir jetzt schon Laserpistolen? Eine, die können wir gleich einpacken. Jede Menge Gewehre. Und die Heavy Cannon. Wir müssen noch mal High Explosive kaufen.
Intercept. Das ist das Ding, nicht wegfliegt. Und unser Sky Ranger. Wollen wir mal schauen. So, Alien Containment haben wir noch nicht. Das heißt, lohnt sich auch noch nicht, das zu benutzen. Und irgendjemand von euch kriegt auch die Laserpistole. Vielleicht irgendjemand mit hohen Reaktionen. 60. So. Okay. So, am Rand. Das ist ja nicht schlecht. Das UFO. Vielleicht hier irgendwo. Ja, dann wollen wir mal. Okay, hier ist das UFO. Und die Luft scheint halbwegs rein zu sein. Für einen Snapshot, das heißt, wir können es auch eigentlich noch hinknien, aber macht man nicht. Und mal ein bisschen Deckung hinterm Sky Ranger. Die üblichen Positionen einnehmen. Und wo wollen wir noch hin? Ein bisschen vorstürmen. So. Und vielleicht war es das schon fast. Für unseren ersten Zug. Bisschen laut noch, das Audio. Okay, schauen wir mal. Ah ja. Okay, Klaus ist tot. Dann schauen wir mal, ob wir... sehr gut. Dann wollen wir mal... scouten und da sehen wir direkt noch jemanden. Und können wir da vielleicht eine Granate hinwerfen? Was brauchen wir? Ne, 45 zum Werfen. Dann machen wir sie zumindest mal fertig. So. Und stellen uns hier hin. Und drücken mit dem nächsten vielleicht hierhin vor. So. Und was muss man auch absichern hier?
Na gut, das ist vielleicht erstmal genug. Wenn der hochgeht, haben wir vielleicht Reaction Fire. Und wenn der sich nicht bewegt, kann ich dann mit dem einfach dann die Granate werfen. Mit Lübomir. Okay, jemand aus dem UFO raus. Und jemand im UFO. Okay. Den kann ich vielleicht. Schauen wir mal. Okay, das war weit vorbei. No Line of Fire. Wie ist das mit Schnezana? Das hat ja vorhin schon ganz gut geklappt. Auch No Line of Fire. Wen kann man denn da hinziehen? Reichte Zeit nicht. Oh. Vierzig. Das reicht alles nicht. Achtundvierzig für ein Amt. So vielleicht. Okay. Nur das anders machen. Damit erübrigt sich eigentlich das Ganze soweit. Und du hast schon geschossen und das ist hier vielleicht sogar ein Problemchen. Dann vielleicht wenigstens ducken, dass man nicht direkt abgeschossen werden. Gut, das hätte man gleich machen können, aber der ist ja nur betäubt. Und dann werden wir noch jemand aus dem Sky Ranger rausziehen und noch hier hinten in die Ecke laufen. Ein paar mehr Leute draußen haben. Und wieder ein bisschen nach vorne rücken. Okay, dann schauen wir mal. Der ist tot. UFO. UFO. Okay, der ist immer noch hier. Dann versuchen wir das nochmal. Vielleicht mit hinknien. Okay, ein Treffer. Nächster. Das war nichts. Das war auch nichts. Das war was, aber auch nicht gereicht. Okay. Dann rücken wir mal mit dem nächsten vielleicht noch hier. Und beenden den Zug.
Okay, also es klingt dann auch zwei, dreien im Raumschiff. Okay, oh, wie kriegt man denn den? Hier ist es auch, als wäre Bewegung da gewesen. Okay, dann rennen wir mal zurück. Hier sind überall Bäume. Was wäre denn? Der hat keine Granate. Und 15 Zeiteinheiten zum Werfen. Und du? Dann versuchen wir es erstmal. Okay. Na gut, dann stehen wir erstmal. Dann gehen wir mit dem hier beiseite und versuchen hier erstmal so weit wie möglich nach vorne zu laufen. Und dann wird Finn in der nächsten Runde das Ding schmeißen. Und Mikko stellt sich hier hin. Wir müssen dann vielleicht auch mal langsam Richtung UFO vorrücken. Und dafür kommt noch jemand hierher. Okay, so, und die beiden können ein Stückchen nach vorne rutschen. Okay, wo ist denn jetzt hier? Okay, das ist natürlich ziemlich weit weg. Warum können wir da nicht hinwerfen? Na okay. Muss wieder zurück und schauen mal, was hier passiert. Du stehst, dann rutscht man mal noch jemanden mit in die Richtung. Vielleicht jemanden mit einer leichten Waffe. Und mit der schweren Waffe mit. Mit hier. Okay, und dann können die anderen beiden ein Stückchen nach vorne gehen und auf ihren Einsatz warten. Auf jeden Fall noch jemand im UFO. Immer noch. Okay, da ist auch noch einer. Das war nichts. Das müssen wir im Blick behalten.
Okay. Oh. Direkt übereinander. Da haben wir doch jetzt hier. Das ist doch ein Job für unsere Jungs hier. Okay, ein Treffer. Kein Treffer. Die beiden können sich vorher hindocken. Okay. Das war gar nichts. Das war zumindest getroffen. Wie viel ist hier noch? 40. Dann gehen wir damit wieder zurück. Und warten das Ganze ab, oder? 35. Und wir müssen ja. Okay, den lassen wir hier. Und mit. Hier gehen wir vielleicht hier hin. Und bereiten uns auf den Schuss in der nächsten Runde vor. Okay, und dann. Oh, der scheint. An seinen Verletzungen scheint zu bluten, sagen wir es mal so. Dann schauen wir mal. Das war nichts. Das war auch nichts, weit gefehlt. Das war ein Treffer. Okay. Dann schauen wir mal hier, ob wir jetzt den anderen finden. Bestimmt. Okay. Das ist ja nicht schlecht. Und mit Miko gehen wir wieder zurück und warten auf die nächste Runde. Okay. Also zwei im UFO noch. Und ansonsten ganz gut dabei. Okay. Also ein Reaction Fire Gott wollen wir hier haben für die Tür. Und hier sieht es eigentlich. Ganz ordentlich aus. Kann irgendjemand dahin schießen? Vielleicht von
von hier aus. Respekt, Respekt. Das eine hat ja fast getroffen. Wolfgang? Nicht schlecht. Okay. Na dann, schauen wir mal, was passt, oder? Rutschen wir mal noch ein Stückchen nach vorne. Okay, damit. Da sollte eigentlich Reaction Fire rauskommen. 29 Zeiteinheiten. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Aber Wolfgang, zeig mal, was du kannst. Okay, also unser Sniper ist gleich tot. Das ist ein bisschen ein Problem, wie hier alles schießt. Mit mir steht auch noch einer. Okay. Können wir nur so schnell wie möglich versuchen, das hinter uns zu bringen, dass unser Yeon-Soo das überlebt.
So, hier hinten ist irgendwo auch noch einer. Ich hoffe, den sehen wir, wenn wir hier rauskommen. Und dann werden wir... Und der schießt im Notfall hier rüber. Okay. Immer noch einer am Ufer. Dann schauen wir mal, ob wir was sehen. Okay, da ist er. Das sehen wir nicht. 47, okay, 48. Können wir da hin snappen? Noch eins. Okay, das war nichts. Zumindest wieder in Deckung gehen. Wer könnte denn hier? Puh. Okay, das war ein Treffer. Vielleicht wenn wir raustreten. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit Entdeckung gehen. Hoch und runter und Deckung, dafür reicht es nicht. Kann sonst noch vielleicht jemand dorthin schießen? Das hätte eine Chance vielleicht. Wolfgang, das sieht alles ganz gut aus. Vielleicht. Nee, schade. Okay, und hier kommt dann vielleicht gleich jemand aus dem UFO raus. Was wir hoffentlich, die wir hoffentlich mit offenen Armen empfangen werden. Dann gehen wir zumindest mal mit hier hin. Okay, UFO-Türen. Okay, ein Treffer und wieder. Okay, dafür war es noch genug Zeit anhalten. Okay. Und der ist gleich tot. Da können wir noch gleich scouten. Okay, und hier rücken wir jetzt Richtung UFO vor.
So, und noch ein paar mehr. Gut. Ufo. Okay, das ist ein letzter Zug. Also wenn ich es schaffe, jetzt diese Runde das zu. Ne, das wird wahrscheinlich nicht. Okay, das sieht so aus, als wäre es das hier jetzt endgültig gewesen. Heißt, hier können wir auch noch Richtung UFO gehen. So. Yunseo. Das war eine gute Leistung von dir. Okay, das wusste man. Wahrscheinlich noch einer im UFO. Dann sammeln wir uns mal weiter. Wir sind nicht mehr in Eile. Okay, 4 Menschen getötet. Dann haben wir jetzt insgesamt 10 Leute verloren. Zwölf Aliens getötet, 11 Körper. 23 Artefakte, mal gut 4 Leute verloren, eine Power Source, 50 Illyrium, 35 Alien Allies, gut. Die haben alle Stamina dazu bekommen, ganz gut. Time Units viel. Nee, Strength ist das. Stamina, gut. Und Genauigkeit, na gut, da könnte ein bisschen mehr kommen. Und 3 Beförderungen. Und das ist natürlich nicht schön.
Dann bestellen wir also wieder 4 Leute und verklingeln ein paar Körper und vielleicht auch wenigstens 2 Mind Probes und, oh, wir brauchen so viel Plasmapistolen. So. Und da kann man vielleicht sogar glatt drüber nachdenken, gleich schon die erste extra Basis zu kaufen. Für Nordamerika. Nein, wo haben wir denn? Amerika, Europa, Wismar, Zentralasien, Pazifik. Ja, das kann man echt machen. Okay. So. Yep. NA. Und der Eingang ist hier. Oh. Bases. Base Facilities. Vor allem brauchen wir hier ein Hangar. Der braucht 25 Tage. Radarsystem braucht 12 und das General Stores 10. Also können wir auch die General Stores hier, das Radarsystem 25 Tage. Das Radarsystem hier und den Hangar hier. So, und in einem Monat ist diese Basis halbwegs einsatzbereit. Gut. Heißt es wieder warten? Ist der nächste General Stores fertig? Wir haben hoffentlich bald Small Intercept. Nanu. Jetzt haben wir's. Okay. Okay, haben wir es abgeschossen. Sehr gut. Und sobald es Tag ist, versuchen wir das UFO zu stürmen. Da können wir gleich mal unseren Freiranger ausrüsten. Wir haben ja 4 Leute verloren. Jeder eine Granate.
Okay. Reifel. So, dann schauen wir mal, hoffen, dass von dem UFO noch was übrig ist. So, wen haben wir denn hier? Pippo. Jemand mit hoher Reaktion, der das. Brauchen wir zwar nicht die. Na, brauchen wir auch so nicht. Wer hat jetzt keine Granate? Du hast keine Granate, Mikko und Vladislav. Okay. Na dann schauen wir mal. Okay, hier ist der Rand, das ist gut. Gucken erstmal, dass die ihre Zeiteinheiten ein bisschen verbrauchen. Okay, ich habe nichts gehört. Hier ist gleich das UFO. Okay, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Dann wollen wir erstmal aus dem Sky Ranger raus und ein bisschen sichern. Wo ist noch Deckung? Hier ist ein bisschen Deckung. Hier ist Deckung. Und ansonsten erstmal ein Stückchen nach vorne. So, das UFO sieht noch halbwegs intakt aus, also haben wir vielleicht noch Chance, was rauszuholen. Vielleicht gehen wir noch. Nee, bleiben erstmal so. Okay, das ist ja nicht schlecht. Rennen wir mal hier hin in Deckung. Und wenn sich hier was bewegt, dann schießen wir drauf. Und mit den anderen fangen wir an. Hinten rumzugehen. Okay, also. Nach vorne rücken.
Okay. Wir wissen, wo du bist. Okay, das war sehr amerikanisch jetzt die Aktion. Wir wissen nicht, wie viele im UFO sind. Fangen wir mal ein Stückchen vorzurücken. Und ein bisschen in Deckung bleiben. Das schadet vielleicht auch nicht. Und die Position ersetzen. Und wieder nach vorne rutschen. Und da sind schon 11 aus dem Sky Ranger raus. Okay. Ist hier im UFO keiner oder was ist denn hier los? Okay, keine Energie mehr. Okay. Tja. Wer weiß, wo sie sind? Ich weiß es nicht. Können nur so viele Winkel wie möglich abdecken. Und deswegen holen wir vielleicht mal auch jemanden aus dem Sky Ranger raus. Und stellen es hier hin. So, mit einem Durchblick. Und was machen wir mit den beiden? Na, die stehen erstmal ganz gut da. Okay, bist du getroffen worden? Nee. Ah ja, das ist der Durchgang hier. Okay, also Miko hat das 100 Punkte. Und im Sky Ranger sind auf jeden Fall, im UFO sind auf jeden Fall welche. Okay. Und gleich nach. So. Okay, noch einer im Feld.
hocken wir uns mal hin. Tja, Mikro, hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Hier ist nichts dazwischen, das heißt also vielleicht theoretisch. Ah ja. Okay, das war's, glaube ich, mit Schusschancen. Sei denn. Ja, das war's jetzt wirklich. Dann hoffen wir das Beste. Miko, bitte überlebt das Ganze. Gut. Okay. Jetzt sind aber immer noch welche im UFO. Und da werden wir jetzt mal langsam hin vorrücken. Gar nicht nur Zeit anhalten, um dort was zu machen. Dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht so. Und hier decken wir mal noch das Gebiet ab. Und ihr zwei könnt mal anfangen mit hier. Okay, dann nächste Runde. Zwei Türen.
Tan, sorry. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich, dass du das überlebst. Okay, dann. Wieder raus mit uns. Hat denn noch jemand genug Zeit erhalten, um das sinnvoll? Wolfgang. Sehr gut. Und wieder raus. Okay. Dann. Noch ein Alien im UFO bestimmt. Das war die hier. Sehr gut. Okay, ein Soldat. Und 6 Aliens getötet. Und das UFO war noch vollständig intakt. Miko hat sehr gut noch weitere Zielgenauigkeit. Und Wolfgang auch gut. Ja, das hat eigentlich gelohnt. Und nur Tan haben wir verloren. Okay. Dann bestellen wir noch einen weiteren Soldaten. So. Und damit ist die Stunde für heute auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Okay. Ciao.